Herzlich willkommen bei Premier Games. Wir wollen uns heute den Steel Dart Queen von Royal Darts mal ein bisschen genauer anschauen. Wir haben uns dazu die Variante mit 21 Gramm ausgesucht. Der kommt in so einer gewöhnlichen Blisterverpackung, wobei wir da von Royal Darts schon gehört haben, da soll es demnächst noch eine weitere Option geben, die sich sehr spannend anhört. Wir sind da sehr gespannt, freuen uns drauf, dürfen im Moment allerdings noch nicht mehr verraten. So, packen wir ihn mal aus. Im Lieferumfang haben wir einmal drei Nylonschäfte, Länge Medium. Dann haben wir hier drei Logoflights in Schwarz, wobei die so leicht transparent sind. Ihr könnt das hier sehen, da ist mittig das Logo und dann kann man das so durchschauen. Das ist eher so ein Schwarz-Grau. Ganz netter Effekt. Und dann haben wir noch die drei Barrels, auf die es ja in erster Linie ankommt. So, Gewicht 21 Gramm, haben wir schon gesagt. 90% Tungsten. Wir haben hier eine Barrellänge von 50,8 mm und einen Durchmesser von ja, 5,5 bis 6,45 mm. Das, aufgrund der Mulde ist das ja so ein bisschen unterschiedlich. Im vorderen Bereich haben wir ein Shark Grip und im hinteren Bereich haben wir in der Mulde so einen leichten Ring Grip. Beides ist wirklich richtig, richtig griffig. Also wenn man da jetzt versucht, so dran lang zu rutschen, das funktioniert nicht. Von der Griffigkeit her würden wir sagen, ja, 4, vielleicht 4,5 von 5, wenn man das aus einer Skala möchte. Also definitiv ein Dart für Leute, die richtig viel Grip benötigen und sich wünschen. Gewichtsverteilung vom Dart liegt vorne. Bisschen weiter vorne, also nicht ganz in der Spitze, also mittig bis leicht vorne, sodass er ruhig fliegt. Und gut auch und stabil im Board steckt. Als Spitze, da haben wir hier so drei Einkerbungen noch drin, die ein bisschen mehr Halt im Board geben sollen. Das auch machen, das Board aber nicht so zerfleddern, wie das bei einigen anderen geriffelten Spitzen vielleicht der Fall ist. Ja, im hinteren Bereich noch das Royal Darts Logo eingraviert, wenn wir es dann wieder scharf bekommen. Da ist es. Und wir finden das ein sehr schöner Dart, vor allem für Leute, die wirklich, wie schon gesagt, einen Dart suchen, der richtig viel Grip vermittelt. Also, wenn das für euch interessant ist, schaut ihn euch bei uns im Shop an und bei Fragen meldet euch gerne.